Ja, willkommen bei Heizis Welt und eurer Heizerbraut. Ich bin ja LS22-Fan, wisst ihr noch gar nicht. Hier kommt mal wieder ein Video von mir und zwar zum Mod des LS22. Der starke Bauermod. Ja, der hat uns alle gefehlt. Mir hat er ganz besonders gefehlt, weil wenn man seinen LKW irgendwo, oh, ein Reh, wenn man seinen LKW irgendwo in die Karpaten fährt und kommt da irgendwie möglicherweise nicht mehr raus, dann musste man es zurücksetzen und wie jeder weiß, verliert man dann seine Ware. Ich will euch mal zeigen, wie der funktioniert. Einmal kann man hier was anheben. Ohne diesen Mod kriegt man diese Palette nicht hoch. Man kann sogar, wenn sein LKW festgefahren ist, diesen anheben. Ich finde es ganz praktisch. Sollte ihn auch wieder loslassen. Schaut mal, ein Reh. Ja, man kann eigentlich so ziemlich alles damit anheben. Ich werde auch noch beschreiben, wie man Mods installiert. Aber vorerst wollte ich euch das zeigen. Dieses hier gibt es auf lass mich mal schnell schauen. Auf der Seite forbiddenmods.de. Den Link werdet ihr in der Videobeschreibung finden. Und das soll euch die Arbeit erleichtern. Ja, wir haben ja im LS22 noch kaum Mods, aber unsere Modders, erstmal vielen Dank an die Modders, sind schon fleißig dabei, uns zu helfen. Ja, und somit, ja, das wollte ich euch zeigen, verabschiede ich mich. Es wird in Zukunft wieder viele, viele Videos geben. Achso, hier, den können wir auch anheben, ne? Wenn wir uns mal festfahren, man kann ihn sogar ganz anheben. Ich finde ihn ganz praktisch, ne? Ja, man kann Paletten anheben, wenn man jetzt mit dem Stapler, ne, nicht so wunderbar klarkommt, dann hebt man seine Paletten halt eben auf dem LKW. Ich versuche es natürlich zu vermeiden. Ich versuche so realistisch wie möglich zu spielen und nehme dann schon noch den Stapler. Aber manchmal klemmt diese Stapelgabel da irgendwo zwischen und man ärgert sich schwarz und ja, die Palette hängt am Stapler, an der Gabel. Ja, und da steht man da. Ich finde es nicht so toll. Demzufolge kann man dann aussteigen und die Palette von dieser Gabel ziehen. Ja, da bedanke ich mich. Und es wird weitere Videos geben. Und lasst doch einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Eure Heizerfraut.